Du weißt es nicht. Da ist Voltaboy drin. Nee, geh mal ganz rechts. Hoch. Das ist kein Item. Muss. Nee, ach. Hä? Hoch. Ja, Neck komplett hoch. Hoch. Noch ein Stück. Noch eins. Jetzt kriegen. Sag ich doch, das ist kein Item. Hä? Okay. Jetzt holen wir aber mal das andere Item. Beziehungsweise kämpfen wir gegen die. Lauber mal die Tosse. Von hinten. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Ach, die musst du ansprechen. Jeder wird sich denken. Wieso meldet sie sich nicht? Ja, fragen wir sie mal. Oh nein! Das Silbernen. Mauzi, Onyx. Boah, Feinstein, das Silbernen. Kennst du noch Annette Picknicker? Route 36. Ja. Zahltag. Gibt's Money. Das liegt über Münzen versteckt. Wenn sie mal kurz versteckt. Zeit hatte. Kannst du mir anrufen? Ja, kommen wir mal vorbei. Ich krieg wieder Zeit. Ja. Auf die Wiki, ne? Kommst du mal vorbei. Dann habe ich mal. Dann bin ich wieder gegangen. Dann bin ich wieder gegangen. Ich glaube, im ersten Kampf hat sie einen Snubbull und später hat sie einen Grambull. Echt? Aber das war mir scheißegal. Das ist mir. So. So, und bekommen wir richtig viel Kohle wegen 360 Grad. Das war zu viel des Guten. 460. Ganz sammelt 92 Pokédollar auf. Wegen Zolltag. Ist eigentlich richtig nice. So. Mit den Typen? Ja, wir machen wieder. Ich könnte schon wieder meinen, dass da rechts unten ein Item ist, weil der schaut halt jetzt in die Richtung genauso wie der andere. Der schaut links aufs Item, vielleicht schaut der rechts aufs Item. Man kann es nicht. Alter. Das ist der Bob. Und das ist der Einstein. Kill-Einstein. 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 Setzt den Blubber ein, weil der Blubber hat schon mal einen SpongeBob kaputt gemacht. Dann machen wir mal mit Blubber-Kleinstein kaputt. Oh mein Gott. Finale! Genau! Finale! Das wird jetzt der Ziete! Ach komm! Finale! Ja super! Oh mein das Gott! Das bekommt keiner EP, das war der mäßigste Kampf ever. Ja, jetzt machen wir ehrlich, ne? Dann machen wir Brechti. Mach. Ja, der. Ja. Brechti. Okay. Ja. Oh nix. Möchtest du das Pokémon wechseln? The fuck? Okay, dann machen wir mal den Rankenhieb. Da geht was. Batz! Wow. Ein fairer Kampf. Fairer Kampf. So viel hat das Voltoball noch gehabt. Jetzt auch eingesetzt, wenn er Full Life gewesen wäre. Boah, wir sollten jetzt Platsche eingesetzt, wie es sich gehört. Sollten eigentlich einmal Beleber nehmen. Du. Findet Beleber. TM30, was sind die TM30? Hast du keine Ahnung. 24 hätte ich gewusst, dass es da ist. V30. Teleport. Boah, nice. Teleport. Nee. Okay, keine. So, Laber den mal von der Seite an. Der soll mich nur von der Seite anlabern, so. Hey, laber mich mal nicht so von der Seite an. Er kommt jemand, mir war richtig langweilig. Ja, weil der wirklich am abgefucktesten Rand steht. Wann soll da mal wer vorbeikommen? Hat er extra ein Team hingelegt. Das ja, ein Teleport. Anspricht. Jetzt haben wir da Michi. Mhm. Ja. Jetzt gibt's Feuer am Was ist denn mit der Steffi überhaupt? Sie ist 27. Dann müssen wir dich leveln, ja. Mhm. Wäre cool. Glut. Drachenflammenwurf. Mhm. Fußkick. Auch. Dieses Pokémon tritt nach mir, also nach dir. Diese Schuhe. Die sind so eng. Okay. Machen wir gut so. Noch nix.
Packen es dann oder so. Ja. Nimm brech die. Und hau einen Rankenhieb rein. Einen Rankenhieb haben wir nein. Wenn ich da trinke und das einfach im Mund lasse, dann macht es so. Blablabla. Das ist voll geil. Hast du die Kunstsäure gemacht da? Okay. Blablabla. Ich sieg zwei andere auf andere. War das jetzt schon alles? Oh, ich hab keinen einsatzbereiten Pokémon mehr übrig. Oh. Aber wir verdienen jetzt richtig viel Kohle eigentlich. Ja, weil wir die Menschen. Das Schild müssen wir aber lesen. I wanna be the very best. Der weltbeste Pokémon-Trainer. Also Teenager. Ich hab damals immer Teenager, gell? Ja, und ich wette ja Dratzfratz, weil das ist ein Nager. Er hat Sandam. Wieso sagt man Nager? What's we got to? 150 Packen. Also eigentlich auch wieder prächtig, oder nicht? Eigentlich Steffi. Sehr effektiv. Was, Steffi ist effektiv? Ja, voll. Donnerblitz zum Beispiel. Pardon. Brutzel, brutzel, brutzel. Machen wir hier. Geo-Frisur. Oh, oh mein Gott. Sandan Level 24 kann Geo-Frisur. Oh mein Gott. Oder Intensität. Nee, das ist dann ja bei der. Intensität gibt's schon. Ja? Ja. Glaube ich. Mit Intensität. Aber das ist geil. 10 und das ist nochmal. Raserei ist auch geil. Raserei. Machen wir für Silberblick. Ja, warte, wir müssen jetzt mal Michi anrufen, welches. Okay. Welches Ding hier haben wir. Moment. Ja. Aber warte, ich muss erst den Mund raus tun, weil sonst kommst du nicht weg. Er hat A gedrückt. Oh mein Gott! Was magst du? Ich mach gar nichts. Oh. Ja? Hi Michi! Hi! Wollen wir Lautsprecher? Hallo? Hallo? Oh nein! Au! Du doof! Was, du hast gesagt, ich soll Lautsprecher? Ich mach Lautsprecher! Du bist gar nicht da! Okay. Es tut mir leid. Also Raserei. Erst einmal. Nein. Raserei nicht erlernen. Nein, genau. Nein. Okay. Ja, wir erlernen es. Aber Michi kann nicht mehr als 4 Attacken lernen. Es ist so scheißegal, wie er lernen es. So, eine andere Attacke. Ja, mach halt. Ja, okay. Welche Attacke soll vergessen werden? Silberblick oder Heuler? Heuler. Danke. 1, 2, schwupp, schwupp! Michi hat Heuler vergessen und Raserei. Nicht schlecht. Mein Sandan wurde besiegt. Schild. Route 9, Azuri ist die Verletzung. Der kann es halt auch von der anderen Seite lesen, weißt du? Was? Ja, der Little Käfer-Sammler. Oh Gott, ich mache Raserei. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokon zu pflegen. Wie kann der die im Kokon füttern? Weil er bestimmt einen Kokuna und einen Safcon hat. Bestimmt. Oh mein Gott. What? Voll der Riesensprite. Bibo ist halt wirklich der Boss mit den fetten Dingen. Nee, aber nicht mit 19. Putz. Ich mache jetzt Raserei einfach, weil ich sehe. Ich glaube, der 10 ist schon nasch. Energiefokus ist nicht. Ja, das Problem ist jetzt, dass das. Ja, das war's. Die ganze Zeit anhält. Energiefokus? Nee, Raserei. Achso, ja, jetzt bist du schon so ein Vogel, ne? Merkst du selbst. Merkst du selbst. Hast du jetzt kein Glut eingesetzt? Ist wie ein One-Hit? Ja, ich wollte einfach mal schauen, wie es ausschaut. Kugelschlag, toll! Toll, jetzt kann ich. Und jetzt bin ich auch noch verwirrt dann nach dem Spaß, gell? Raserei. Oh, die Angriffe nicht. Oh. Boots. Wow. Boots. Nicht schlecht. Wenn jetzt. Ach so, wenn du im Raserei-Modus angegriffen wirst, dann erhöht sich deine Attacke, oder? Nice.
Das kann man sagen, ja. Ist es? Nee. Bibor. Als Bibor ein. Boah, der eskaliert total. Hey. Fußballschlag. Dreimal trifft er. Volltreffer. Ah, tatsächlich, ja. Fällt in Raserei. Boah, nice. Das ist nice. Pass auf. Oh ja, mein Gott. Ist das krass. Das macht echt viel mehr Damage. Das Furienschlag eigentlich das Schlimmste, was du gegen machen kannst, oder? Ja. Oder Duplexi. Oder Wickel. Nee, Wickel macht trotzdem nur einmal Schaden. Achso. Was? Das war nichts als das reine Zeitverschwendung, Mama. Ich will nicht alleine sitzen, Mama. Oh mein Gott, was gibt's hier für Pokémon? Ja, wir sollten jetzt mal zügig hier. Nidoran, männlich. Haben wir schon. Nee, weiblich haben wir, gell? Ja, aber ich weiß nicht, haben wir. Ob sie eins kommt. Ich weiß nicht. Mach klug, wenn sie es überlebt fand. Okay. Es wird überleben, also fand. Schmeiß gleich einen Ball. Okay. Mein Gott. Nicht, dass wir jetzt. Wir sterben, dann wären wir noch 5 KP. Okay, und? Bleib drin! Bleib drin! Yeah, und sogar so lila. Der ist immer lila, so oder? Lila. Wie nennen wir den jetzt? Prince. Männlich. Mein Arsch. Gifton. Ja, ich möchte ihm einen Namen geben. Ja. So? Schon so Prince, ja. Männlich. Männlich. Prince wurde auf Bills PC übertragen. Wie lässt sich wär's, wenn du eine Prinzenrolle nennst oder so? Hast du die Ursula schon? Ah. Und die erste Trainerin. Werde ich doch wohl haben. Ja, easy, wir haben alle. Ja. Easy. So. Du bist tot. Ich bin tot, ja, ich muss jetzt mal hier. Ja, weil in der Höhle brauchen wir. Kannst du erstmal noch einen Voltoball fangen? Ich fange mal einen Voltoball. Ja, ich wechsle aber mal aus, weil. Hier so. Machen wir mal. Prächtig. Gefällt dir. Prächtig. Ja, eben wegen Pflanze und so. Ist dann sowieso. Okay. Nicht wegen Pflanze, nur wegen Giftpuder. Okay, wegen Poken. Und dann kommt der Rattenfranz. Der Rattenfranz. Mama. Ja, bricht ihm. Machen wir mal da hier. Rackenhieb. Rackenputz. Schlierz. Oder auch nicht. Michi, wie war dein Tag heute? Mein Tag war sehr angenehm. Ich bin aufgestanden zu früh. Ich müde war zu früh. Also mein Wecker hat geklingelt. Ich stehe auf. Dann bin ich hinunter ins Badezimmer. Habe mich. Magnetilo! Du Kacke! Ist natürlich auch lustig. Das nehmen wir. Magnetilo ist nicht schlecht. Vergiften wir. Ach. Das kann normalerweise keine Dinge kriegen, oder? Also ich glaube nicht, dass du das jetzt vergiften kannst. Guck es aus. Ja. Okay. Irgendwie so. Nice. Wo war ich? Ja, ich war im Badezimmer. Haben wir zusammengekriegt. Und dann ging ich schon in den Arbeitsalltag. Ja? Ja. Dann in der Arbeit angekommen. Danke. Was hast du gemacht? Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe was ins Lager gebracht. Okay. Dann habe ich technische Unterlagen für Brandschutzklappen. Oh Mann, Volltreffer! Für Brandschutzklappen heruntergeladen. Okay. Dann habe ich diverse Protokolle eingescannt und in die dafür vorgesehenen Ordner gespeichert. Also, sehe schon, du hast richtig Spaß. Ja.
Und dann haben wir Auto in Werkstatt gefahren. Ja. In Auerbach, glaube ich, was. In Auerbach? Also war fast schon steck. Wie lange fährt man da? Das möchte ich aus Datenschutzgründen nicht nennen. Na, 45 Minuten sind wir schon hin. Krass. Also mit zwei Autos. Oh. Der Rattenkarl. Der Rattenkarl. Den brauchen wir aber nicht. No, also. Das ist jetzt Hyperzahner und du bist weg. Echt? Bestimmt. Ich mache jetzt unten hier. Ja. Dann ist er weg. So. Wenn das überlebt wird, komm. Ja, wir haben da mit zwei Autos gefahren. Aber das eine da draußen und das andere haben wir daheim. Das war lässig. Dann habe ich noch Listen geprüft. Und dann war der Tag schon rum. Das ist ja toll. Fandest du es jetzt trotzdem? Ja. Wenn wir haben, dann nehmen wir einen Kari. Oder Kordel. Vergift ihn jetzt. Nehmen wir einen Kordel, oder? Kordel. Oder Egelsamen. Gibt vielleicht nicht so viel. Machtgift, Bruder. Machtgift. Weil Egelsamen dort nicht die Statuswerte beeinträchtigen. Okay. Okay. Jetzt ein Item. Wie alt? Wirf Pokéball. Okay. Weil sonst ist es wirklich hin. Wir sind Sammler. Für Optikal wieder ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Angelegt. Größe. Schwimm heute, so kann es in Flüssen jagen. Was, der Radikal hat Schwimm heute? Ja, voll. Gruselig. Ja. Das ist Quaddle. Der Quaddle oder Kari? Quaddle. Quell. Na, Quaddle. Warum Quaddle? Das ist immer Quaddle ausgesprochen, ne? Ja, schon. Also. Aber eigentlich Quell. Karl, Quell. Der Quell. Ja, aber trotzdem wieder Quaddle gelernt, oder? Nicht mit dir. Ja, dann nehmen wir Quell. Der Quell. Der Quell. Der Quell. Quell wurde auf Bills PC übertragen. Wurde übertragen auf Bills Computer. Boah, ich brauche ein Magnetilo. Ein wildes Radfratz erscheint. Los, Brechti, du bist dran. Rankenhieb ins Kreuz, nein. Rankenhieb. Putz, hat's gemacht. Putz. Rattenfranz wurde besiegt. Der Rattenfranz. Fleißige Zuschauer wissen, der heißt Ops. Und dass du voll die Scheiße gemacht hast. Rattenfranz. Ja. Wird doch jetzt ein Magnetilo wiederkommen. Ist so wie Wespen. Wespen sollte man nicht töten, weil die spülen dann irgendwas aus, dass noch mehr Wespen kommen. Okay. Deswegen der Rattenfranz gleich nochmal kühlen, ne? Ja. Brav, hast du gut gemacht, kriegst du ein Guti. Ein Guti? Mach euer. Mach Solo. Mach Gras. Rockenhieb. Rockenhieb und ist doof, ne? Komm, ah! Nein. Jetzt mach ich Giftpuder. Also auf der Pokémon-Karte ist, glaube ich, Blattgut. Echt? Von Giftpuder. Ach, du willst es fangen. Ja, ich will. Der will alles fangen. Und wie nennen wir es? Wie nennen wir Macholo? Bamli. Nee, das ist Kikli, wenn dann. Lissin. Nee, das ist Kikli. Na, ja. Macholo. Mura. Okay. Zu Ehren meines Fitnesstrainers. Und nicht, dass man da Probleme bekommt. Nee. Wieso? Ach so, ja eben. Der Fitnesstrainer, stimmt. Volltreffer, das Stadion. Hilfe nochmal. Ja, du. Du hast Brechti getötet. Nicht. Ich heile mal die Pokémon wieder.
Kraftprotz. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse ist ein starken Gegner, sehr starken Gegner. Möchtest sogar du einen Spitznamen geben? Wie schreibt man den? M-U-R-A-D. Murat. Ja. Der Murat. Hey, keine Beleidigung. Okay.